Dann sagen wir nochmal ganz offiziell auch von dieser Stelle herzlich willkommen in der neuen Saison zu unserer Vorspieltagspressekonferenz. Wir haben über 7.400 Dauerkarten im Vorfeld der Partie abgesetzt und wir rechnen am Sonntag mit über 12.000 Zuschauern. Es gibt Tageskarten, insbesondere auch im Gästebereich, da sind auch noch über 1.000 Karten verfügbar. Also dementsprechend für alle Kurzentschlossenen lohnt sich am Sonntag dann auch der Besuch. Und dann kommen wir zum Sportlichen und zu dir und unserem Cheftrainer Alex Zorniger. Ja, hallo, auch von meiner Seite zur ersten PK für die neue Runde. Ja, das war letztes Jahr gefühlt irgendwie schon noch kein Jahr her und jetzt ist schon wieder ein Jahr rum und dementsprechend gehen wir auch in die Runde rein. Ja, beugen wir gleich mal ein paar Fragen vor in Richtung Zielsetzung oder ähnliches. Ja, wir wollen einfach wieder eine gute Runde spielen, wo wir vor allem an ganz vielen Spieltagen es schaffen, dass wir hier heimgehen oder auch heimfahren bei einem Auswärtsspiel und sagen, das war geil, das hat sich gelohnt. Ja, mit allem, wie es halt auch manchmal normal ist, mit aller kritischer Einstellung, wo man dann sagt, ja, aber dort hat auch der falsche Spieler gespielt oder dort hätten wir das oder dort hätten wir das, können wir alles machen. Aber so ein Grundspaß an der Spielvereinigung sollte einfach nächstes Jahr da sein. Weil sonst machen wir irgendwas falsch. Ja. Wenn es dann nur darum geht, wo wir am Ende landen und ob wir irgendwann mal 10 Spiele nur eins gewinnen und das ist dann die Bewertung von der Runde, dann machen wir was falsch. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf das erste Spiel gegen Aufsteiger. Das ist immer nochmal ein Tick intensiver, weil du weißt, dass die natürlich auch mit einem breiten Kreuz kommen, mit einem guten Selbstverständnis. Gefährlich bei Standardsituationen ist eine eingeschworene Truppe, die jetzt Preußen endlich wieder dorthin geführt hat, wo sie auch hingehört in ihrem Selbstverständnis. Aber klar, wir wollen eigentlich am ersten Spieltag als drittbeste Mannschaft im letzten Jahr in der Heimtabelle auch wieder dort fortfahren, wo wir letztes Jahr auch aufgehört haben. Können das mit dem fast kompletten Kader, zumindest verletzungstechnisch ist jetzt auch Kerem Çalhanoğlu wieder heute ein Teil vom Mannschaftstraining eingestiegen. Der jetzt ja schon seit geraumer Zeit ein bisschen Probleme mit dem Knie. Aber ich denke, dass auch er morgens das komplette Mannschaftstraining wieder am kompletten Mannschaftstraining teilnehmen wird. Und dann wird man sehen, ja, der Kader ist ja nicht, wie bekannt, ja nicht extrem breit. Damit kommt es natürlich auf alle an, die jetzt gerade eben da sind. Ja, in allererster Linie natürlich die Führungsspieler, aber die Führungsspieler, die müssen ausstrahlen auf die Spieler, die jetzt das erste Mal hier im Stadion sind, dann auch in einem Spielbetrieb, auf die jungen Spieler, auf die Spieler, die reinkommen bei der Euro, waren die Einwechsler extrem erfolgreich dieses Jahr. Bei uns war es letztes Jahr nicht ganz so. Da haben wir schon das Augenmerk in der ganzen Vorbereitungsphase draufgelegt. Dass die Wertschätzung der Spieler, die reinkommen, als Gamechanger dann auch deutlich ist. Und ich glaube, da sind wir insgesamt in einer besseren Situation wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir 4 absolute Top-Stürmer zu dem Zeitpunkt mit dem Liverpool-Spiel noch davor. Und dann waren eigentlich 2 enttäuscht und blub, nach 4 Minuten muss der erste schon rein. Also es war schon auch ein Anliegen von uns im Rollenverständnis jedes Einzelnen, dass wir klar gemacht haben, dass man dieses Jahr keine 3, 4, 5, 8 Spiele wegschmeißen sollte, nur weil man vielleicht mit der, wie beim Schuh des Manitou, mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Ja, das bringt uns dieses Jahr nicht weiter. Wir brauchen jeden Einzelnen im Team, wir brauchen jeden Einzelnen im Verein und wir brauchen erst recht jeden Einzelnen von den Fans. Ja, es gibt diesen klar zu definierenden Zuwachs. Das heißt, die Menschen sind auch zufrieden mit dem, was wir machen. Die können sich damit identifizieren. Und auf dem Weg wollen wir weitergehen, damit natürlich auch erfolgreich starten. Danke, Alex. Zeit für eure Fragen. Wer macht den Auftakt? Michael von den Fürther Nachrichten fängt an. Herr Zorniger, wir haben gerade schon gehört, es wird sehr voll am Sonntag. Es gibt einen Dauerkartenrekord. Das Wetter soll wieder besser werden. Die Vorbereitung war gut. Verspüren Sie jetzt mittlerweile eine gewisse Vorfreude? Zuletzt waren Sie noch nicht so in großer Vorfreude. Ja, bin ich auch jetzt immer noch nicht. Ja, also es wäre jetzt zäh gewesen, nochmal 3 Wochen lang die Vorbereitungsphase weiterzuziehen und dem einen oder anderen klar machen, dass das, was wir jetzt machen, ja eine Einzahlung in den Oktober und November ist. Ja, das wäre jetzt fast unmöglich gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, dass das ganze Gedöns wieder losgeht. Ja, gewinnst, alles gut, verlierst, alles scheiße. Ja, das ist jetzt so ein bisschen was,
was ist Augen auf bei der Berufswahl, ja, was mich schon die ganze Karriere über begleitet, und das weiß ich auch, ob man es braucht. Ja, schauen wir mal. Frank Fernsehen, Jenny. Herr Zorniger, wir waren die Woche beim Training und haben mit den Fans gesprochen und die Mehrheit war sich einig, dass es am Sonntag einen Sieg ihrer Mannschaft geben wird. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Preußen Münster ist jetzt ja auch keine Laufkundschaft. Trotzdem ist die Erwartungshaltung unglaublich hoch. Erhöht es nochmal den Druck? Ja, ich habe den Beitrag angeschaut. Ich war dann ein bisschen überrascht, als der Kollege aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt gesagt hat, ein einstelliger Tabellenplatz wäre schon schön gewesen. Ja, da habe ich mir gedacht, in meiner Tabelle waren wir Achter. Und das ist einstellig, aber so ist es halt. Ja. Die Erwartungen basieren nicht immer auf Wissen, sondern manchmal einfach auf Emotionen. Und so gehen wir auch damit um. Wir wissen, dass die Emotionen groß sind hier beim Kleeblatt direkt nebendran, spielt der Nachbar. Und da sollte man auch jedes Wochenende vor dem sein. Ja, die haben auch eine tolle Vorbereitungsphase gespielt. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach auf uns und versuchen natürlich aus jedem Spieltag das Beste rauszuholen. Wir wollen ähnlich erfolgreich sein wie letztes Jahr zu Hause. Wir wollen so viel wie möglich Spiele haben, wo die Leute dann rausgehen und sagen, ja, hat sich total gelohnt. Ja, brauche ich das nächste Mal nicht ins Kino zu gehen oder sonst irgendwas. Und bei den Auswärtsspielen versuchen wir mehr Punkte zu holen. Ja, Schritt für Schritt besser werden. Jetzt gerade eben gut reinkommen, dann stabilisieren und dann verbessern. Ja, so wollen wir es mit der Mannschaft machen. So wollen wir es mit jedem einzelnen Spieler machen. Druck ist da relativ. Also ich glaube, wenn Sie die gleiche Frage auf Schalke stellen oder in Köln oder bei Hertha, ich glaube, wir können das alles einigermaßen einschätzen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über den KSC. Ich glaube, 43 Millionen Umsatz erwartet. Wahrscheinlich wäre es 45 oder 46. Und wir jubeln dieses Jahr, wenn wir 30 das erste Mal überspringen. Ja. Und das ist ein Top-Wert für uns. Aber damit sieht man vielleicht auch, wie die Verhältnisse in der zweiten Liga sind. Und ich spreche jetzt nicht von Köln oder vom HSV, ja, sondern ich spreche vom KSC. Ja, die Liga wird top. Ja, es wird, wenn wir es gut machen, auch ein Riesenspaß für uns, weil wir unsere jungen Spieler weiterentwickeln können, weil unsere Erfahrene auch dieses Gerippe stellen können, dass wir ihnen zutrauen. Ja, die müssen fit bleiben, haben nicht alle letztes Jahr geschafft. Aber wir freuen uns da brutal drauf. Aber jetzt irgendwie da irgendwelche Erwartungen raushauen, die bar jeglicher Grundlage sind, ja, dann soll er oder sie es seinem Kumpel erzähle, der ins gleiche Horn schlägt. Ja. Mich interessiert es nicht. Nico von der Bild. Herr Zorniger, jetzt ist die Spielvereinigung schon so lange in der zweiten Liga und trotzdem gibt es ein Novum. Das Spiel gegen Preußen Münster hat es so noch nie gegeben in der zweiten Liga. Wussten Sie das vorher und macht es das vielleicht dann trotzdem auch nochmal zu einer etwas spannenderen und unerwarteten Note zusätzlich? Sind ja beides Traditionsvereine, ja? Ja. Auf den ersten Blick überrascht, dass da noch nie ein Spiel stattgefunden hat. Ja, also so intensiv habe ich mich dann mit Preußen München in den letzten Jahren, wir haben mit RB damals bei Ihnen gespielt, kurz vor Weihnachten. Da war es in der dritten Liga. Ich weiß jetzt nicht, wann Preußen München das letzte Mal in der zweiten Liga war, ob sich das dann so überschnitten hat, dass da das Kleeblatt oder ob das halt schon lange Zeit her ist. Ja, und dementsprechend ist natürlich auch die Vorfreude bei Preußen Münster, aber aufs Spielergebnis wird es keinen Einfluss haben. Ja, also wir sagen jetzt nicht, wir müssen sie das erste Mal in der zweiten Liga schlagen. Ja, das ist unsere Zielsetzung. Michael? In den letzten beiden Testspielen haben Sie zweimal dieselbe Startelf auf den Platz geschickt. Wird die auch am Sonntag auflaufen? Hat sich nochmal jemand besonders aufgedrängt in den letzten Tagen? Nee, das ist nett. Ja, wir haben schon, ja, ich habe es ja schon gesagt, ja, Nico Gisselmann ist für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner und Spieler. Ja, und, Luca hat es gegen Freiburg auch okay gemacht, ja, wie die ganze Dreierkette. Es gibt jede Menge Details noch, über die wir mit Ihnen gesprochen haben, die Woche über. Der Reno Münz ist für mich ein Spieler, den ich ganz genau im Auge habe, weil er einfach was hat, wo mir jetzt schon sagt, der wird seinen Weg gehen und der Weg wird irgendwann in die erste Liga gehen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und so haben wir ein paar Spieler. Ja, jetzt ist Marlon noch dazugekommen, aber auch die junge Dachse sind jetzt ein bisschen aufgewacht, ja, nachdem die Vorbereitungsphase nicht immer ganz High-Level war, ja, mit Speedy und mit Leander. Das sind so zwei Spieler, die uns einfach von der Bank dann nochmal einen richtigen Schub geben sollen. Wir haben da schon die eine oder andere Möglichkeit, dann auch nochmal zu reagieren, aber vielleicht nicht ganz so, stand jetzt gerade eben noch nicht ganz so breit wie im letzten Jahr, aber das,
damit umzugehen, ist schon halt auch eine Qualität vom Trainerteam, von der erfahrenen Spieler und dann auch der Anspruch von jedem Einzelnen, okay, ihr wollt, dass ich einen Lukas Petkov ersetze, ich bin da, ja, kann ich machen. Martin Morawetz, die PA. Hallo. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man versucht, den Einwechselspielern diese Mentalität zu vermitteln, dass sie ein Gamechanger sein können. Dazu gehört ja sicher mehr, als ihnen nur zu sagen, dass sie wichtig sind. Wie macht man denn das in der täglichen Arbeit? Ich war ja gestern mal kurz bei einer, beim Schiedsrichterlager drüben in Herzogenaurach und ich glaube, Kommunikation ist auch dort schon nicht ganz unwesentlich. Und ich spreche da nicht nur davon, dass ich den ganzen Tag beschäftigt bin, meinem 19-Jährigen zu erklären, warum er vielleicht wichtig sein kann. Ja, vielleicht muss man einen 19-Jährigen auch einfach mal 3 Wochen links liegen lassen. Aber dafür habe ich halt ausgezeichnetes Trainerteam, die dann vielleicht mit ihm sprechen. Ja, also wir haben da schon verschiedene, wir gucken genau im Training hin, wir entwickeln die Spieler auch übers reine Mannschaftstraining in Einzeltraining noch weiter, wo man sagen, da haben wir immer wieder Punkte, wo wir noch was sehen. Und wir haben natürlich auch die Aufgabe der erfahrenen Spieler, ist natürlich auch der eine oder andere zur Seite zu nehmen. Ja, Prane ist da ein Top-Beispiel dafür, ja, der immer wieder dann auch mit dem einen oder anderen spricht. Genauso wie Chu oder Gidi, die jetzt gerade eben meine Hauptansprechpartner sind, außerhalb, wie gesagt, vom Nico, der einfach für mich eminent wichtig ist als Ansprechpartner, Nico Gieselmann. Aber manchmal gehört es einfach auch dazu, zuzuhören. Ja, auch in einer Generation, die das nehmen kann, weil sie 23 von 24 Stunden irgendwelche Kopfhörer drauf haben. Ja, manchmal lohnt es sich, sie runterzunehmen und zuzuhören. Georgios Zakiridis, Nordweier. Ja, hallo, Zorniger. Grüß Sie. Sie sind natürlich viel zu lange im Geschäft, dass ich Ihnen jetzt irgendwie eine konkrete Zielstellung aus der Rippen ziehen könnte. Aber wenn Sie jetzt mal anschauen, der Umbruch im Kader ist ja für Fürther Verhältnisse relativ moderat ausgefallen. Natürlich ein paar Leistungsträger hat man verloren, auch leihbedingt. Trotzdem so die Achse aus Innenverteidigung, auch im Mittelfeld mit Julian Green, mit Brane ist ja noch da. Dann sagen Sie, man will ja auch die jungen Spieler natürlich entwickeln. Und auch ohne nur auf Ergebnisse zu schauen, eine gute Entwicklung zeichnet sich ja auch durch Erfolg ein Stück weit mit ab, was ja auch jetzt hier sein kann und ist wahrscheinlich. Mit welcher Tabellenregion wären Sie denn zufrieden? Das ist ja süß. Am Anfang sage, dass ich schon lange genug dabei bin und mir nichts aus der Rippe leiern lasse und jetzt zum Schluss doch noch die Frage mit einstreue. Also wie ich schon gesagt habe, ja, das, ich glaube, beim Erst- oder Sportschau oder irgendwas bin ich unter Androhung von körperlicher Gewalt gezwungen worden, dass ich einen Tipp abgebe. Steffen Baumgart weigert sich konsequent. Ich kann Ihnen was sagen und wechsle jeden Tag meine Meinung, da bin ich überzeugt. Ja, also wer diese zweite Liga tatsächlich voraussehen will, ist die Tatsache, dass Köln viele Spieler da behalten hat, von einer immerhin Abstiegsmannschaft, die aber hohe Qualität hin, ist die höher zu bewerten, wie vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft, die letztes Jahr ganz, ganz viele Niederlagen gehabt hat, dann vielleicht doch auch eher Auffrischung bräuchte. Also das ist ja Kaffeesatzleserei. Und daran sich zu beteiligen, das ist, da habe ich andere Aufgabe gerade. Aber ich finde es klasse, wie gesagt, es gibt die Hälfte der Liga, würde ich nachher sagen, Minimum die Hälfte, würde ich sagen, haut mir jetzt nicht aus den Schuh, dass die aufsteigt. Michael? Noch 2 kurze Personalfragen. Die 6 war lange offen. Jetzt hat Philipp Müller immer noch die besten Karten oder hat Reno Münz sich schon so weit in den Vordergrund gespielt, wenn Sie ihn schon so loben, dass er auch am Sonntag beginnen könnte? Reno Münz hat sich in den Vordergrund gespielt. Und auch Philipp sollte ab und zu die Kopfhörer runternehmen und zuhören. Ja, ein Ballverlust auf der 6er-Position ist ein Kardinalfehler. Ja. Da kriegt er noch eine Weile Zeit, das zu verstehen, wenn er es irgendwann nicht mehr kann. Zweite Frage, Marlon Mustafa ist jetzt knapp 1,5, 2 Wochen da. Wie weit ist er jetzt schon? Ist er komplett fit? Oder nee, komplett nicht? Fit noch nicht. Ja. Der hat kein Mannschaftstraining gehabt in der Zeit. Da versuchen wir gerade wieder Spagat zu finden, dass er uns in den Spielen immer wieder weiterhilft. Natürlich auch die Mannschaft dadurch kennenlernt. Weniger die Zeit, die er vielleicht im Mannschaftstraining dabei war, aber er hat ja noch kein einziges Spiel mit uns gemacht. Und das müssen wir
das müssen wir in Balance bringen. Ja, ihn gleichzeitig dann auch auf ein gutes Level in Bezug auf die physische Faktoren bringen. Aber da bin ich überzeugt, dass man das, dass es unsere Athletikabteilung relativ schnell auf Dreie kriegt. Sonst schmeißen wir sie raus. Gut, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Doch, Martin, du hast nochmal die virtuelle Hand gehoben. Ich hätte noch eine Nachfrage. Sie haben gesagt, dass Minimum die Hälfte der Liga haut sie nicht aus den Schuhen, was den Aufstieg betrifft. Gibt es eine Mannschaft, die sie aus den Schuhen haut? Nein, ich habe gesagt, es wird mich nicht aus den Schuhen hauen, wenn diese Mannschaften aufsteigen. Nur, dass wir da klar sind. Ja, also diese Mannschaft haut mich nicht aus den Schuhen, das habe ich nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, machen wir es deutlicher, es würde mich nicht überraschen, wenn eine dieser Mannschaften nachher auf Platz 1 bis 3 steht. Da haben wir uns richtig verstanden, oder? Jetzt habe ich es richtig verstanden. Ah, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wie war dann die Frage? Ob es eine Mannschaft gibt, vielleicht konkret sogar ein oder zwei oder drei, bei denen sie sagen, Aufstieg ja. Das klappt. Vermutlich. Also mit dem Abitur und mal abgeschlossenen Hochschulstudium, das ist die gleiche Frage, nur andersrum aufzäunt, die ich gerade eben schon gestellt gekriegt habe, oder? Es gibt für mich keine Mannschaft, wo ich jetzt gerade eben sage, die müssen unbedingt vorne mit dabei sein. Unbedingt. Gibt's nicht. Unseren Job machen, erstmal reinkommen, stabilisieren und dann weiterentwickeln. Ja, das wäre auch punktemäßig von unschätzbarem Vorteil bei uns. Wegbleiben von dahinter. Das sind schon so Sachen, die uns interessieren. Ja, ob dann nachher in Köln, Hamburg, Berlin, Paderborn, Karlsruhe, wo auch immer der Aufstieg gefeiert wird, herzlichen Glückwunsch. Danke für den Besuch. Wir sehen uns am Sonntag. Vielen Dank.